Nein! Du, ja, fein, Nora. Hey, Sönne, du bleibst hier. Nein, machst du das? So. So, hier ist Blaubund. Ich fahr mal David ab. Frag doch mal für Uwe und Nicole, ob einer fahren könnte, wenn du hier bleiben willst. Ich mach das schon. Das ist kein Ding. Ich nehme Sünde dann auch mit. Das hier. So, komm, Sünde. Wir gehen jetzt mal raus. Komm. Aber das finde ich jetzt gut. Du hast die Uhrzeit? 10 vor 1. Nummer 5. Ehrlich gesagt ist mir das sehr recht, dass das jetzt nicht noch 20 Stunden Dauerstress ist. Das machst du doch total gut. Fein machst du das. Ganz klasse. Aber du bist falsch rum. Ich weiß nicht, wo deine Zinse ist. Das alle. Das finden. Ich glaube, jetzt hat das. Hat er auch schon eine? Geht's dem denn gut? Wie? Dem neuen? Ja, komm. Mach den Mund auf. Ja. Der sieht braun aus. Das ist bestimmt Ramona. Soll ich handeln? Ja. Was soll ich sagen? Schreibe ich Ramona. Ja, gehst du nochmal? Hallo Ramona, hier ist Ute. Hallo? Ah, okay, alles klar. Der ist braun, oder? Keine Ahnung. Ah, okay, ja, stimmt, alles klar. Nee, es hat sich auch schon erübrigt. Die Geburt ist in vollem Gange, aber sie kam im Stocken und wir wussten jetzt nicht so recht, Weibchen, was wir unternehmen sollten. Aber nee, einer guckt schon, einer guckt weiter denn? Und 5 Welpen sind schon da. Also kannst ja vielleicht an Ramona gerne ausrichten. Erst einmal gute Besserung natürlich und ja, es läuft also alles und Nora macht das ganz prima. Hat von vornherein die Welpen abgelegt. Sie noch ein bisschen ab. Ist richtig gute Mutter sozusagen. Alles klar. Okay, du hast mitgehört, Ramona, ne? Ich hab die Stimme. Ja, hier. Nee, halt mal den Mund. Ich weiß, wenn es nicht geht, geht's nicht. Alles klar. Gut, wir melden uns, wenn alles vorüber ist wieder. Und ja, aber wie es aussieht, scheint ja alles einen guten Verlauf zu nehmen. Ja, alles klar. Alles klar, vielen, vielen Dank. Und ja, wie gesagt, wir melden uns, ne? Ciao, ciao, ciao. Und danke für den Anruf. Ciao.